Super, super, da hat sie jetzt schon wunderbar auf mein Beckenkippen reagiert. Da habe ich mein Becken so ein bisschen nach hinten gekippt. Hat sie sich wunderbar für ihre Verhältnisse schon da vorne so ein bisschen groß gemacht in dem Moment. Dann kann sie natürlich noch nicht lange halten. Jetzt gehe ich wieder so ein bisschen in die Entlastung. Mein Becken kippt wieder nach vorne und ich bereite mal ein Antraben vor. Das erste heute. Brav. In der Vorbereitung musste ich vorne noch ein bisschen begrenzen, aber das Antraben an sich ist dann schon echt ganz gut an Ort und Stelle mit nachgebender Hand passiert. Super, oh, fein. Weiter dran, zwei Takt, weiter. Super. Gut. Also ich hebe permanent immer so ein bisschen meine Gesäßknochen an. Deswegen komme ich also schon, was ja beim Reiten mit Sattel eigentlich genau das Gegenteil ist, da komme ich immer wieder mit meiner Hauptlast schon auf den Oberschenkel. Und ich frage immer mal, also solange sie den Takt noch nicht halten kann, bleibe ich auf jeden Fall in der Entlastung. Sobald ich merke, da wird sie etwas sicherer, stürzt nicht mehr so ab, kann den Rhythmus schon ein bisschen halten, kann ich auch schon mal mein Becken so ein bisschen nach hinten kippen. Ja, sie guckt mal, wie sie sich bemüht, das anzunehmen. Oh ja. Oh ja, ganz gut. Feines Pferd. So, dann wollte ich mich gerade seitwärts drehen, stürzte sie mir aber, da sehr schön zu sehen, total ab, wurde schwer. Dann nochmal Rhythmus. Höhe im Hals. Ja, und da darf man auch nicht unfair werden. Das ist für sie halt schon echt ein ganz schöner Kraftakt, da jetzt alle Muskeln, die für diese Bewegung bisher halt nicht gesorgt haben, die jetzt alle zu aktivieren. Ist ja nicht nur der Hals, der sich heben muss. Ist ja auch das Becken, was sich kippen muss. Der Oberschenkel, der mehr tragen muss. Gut. Weiter. Weiter. Gut. Gut. Super. Super, super. Ganz, ganz mini, mini bisschen frage ich jetzt schon mal hier und da ein bisschen Stellung im Seitwärts ab. Aber es ist immer noch so, dass sie hier erstmal das Gefühl für das Seitwärts geben will, dass sie dabei ausbalanciert bleiben soll. Ja, und trotzdem schon mal das, den Oberschenkel stärken durch Seitwärts, auch wenn sie in Sachen Stellung und Biegung da eigentlich noch gar nicht flexibel genug ist und biegsam und dehnbar und elastisch. So. Ja, ich finde, man muss gar nicht die Ausbildung eines Pferdes immer so nach... Oh, einmal Pause.
Brems. Nach einer gewissen Reihenfolge abarbeiten, wie es zum Beispiel auf Turnieren abgefragt wird. Ja, dass zum Beispiel erst der Außengalopp kommt, dann die fliegenden Wechsel oder erst der Mitteltrab, dann das Seitwärts, so von AL zu M. So, das finde ich gar nicht, ist gar nicht nötig. Man muss schon immer wieder gucken, was braucht mein Pferd eigentlich? Also, sie braucht jetzt ganz dringend auf jeden Fall schon das Seitwärts. Aber wenn ich sie immer nur auf gerader Linie, also im gerade Richten, auf gebogener oder gerader Linie, versuchen würde, da in die Höhe zu bringen, würde es viel zu viel Kraftaufwand meinerseits benötigen, um sie immer wieder in der Höhe zu halten. Wenn ich aber das Seitwärts dazu nehme und so mir eigentlich die Biomechanik zu Nutzen mache und ja, darauf baue, dass es ein physiologisches Gesetz ist, dass der Oberschenkel dann mehr zum Einsatz kommt und kräftiger wird. Ja, und erst wenn der Oberschenkel kräftig genug ist, kann das Becken sich so weit kippen, dass der Rückenmuskel auf eine gesunde Art und Weise gespannt wird. Ja, die Schultern gekippt werden, der Widerrist ja, nach oben gehen kann und das Genick dann dementsprechend natürlich auch. Und jedes neue Zügel aufnehmen, nach jeder Pause. Behutsam. Ihr zeigen so, guck mal, jetzt wird der Zügel wieder kürzer, jetzt muss der Hals wieder weiter nach oben. Sie muss natürlich dabei weiter vorwärts gehen, dann wieder nachgeben. Und dann kommt die Selbsthaltung. Und in der Selbsthaltung kommt die schöne Wölbung nach oben. Oh, noch was Schönes, was ich, das glaube ich, jeder, der mich kennt, auch schon mal von mir gehört hat. Das gute Reitgefühl. Das wirklich reell und echte und wahrhaftig gute Reitgefühl kriegt ihr immer im Nachgeben geschenkt, nie im Einwirken. Das heißt, wenn du also, wenn man also im Einwirken immer wieder erreichen will, dass das Pferd nachgibt, ja, meistens will man das ja im Hals, dann ist es keine reelle Weichheit, keine reelle Muskelaktivität, die da entsteht. An einigen Stellen vielleicht, aber nie im Zusammenspiel der Muskulatur, die wir brauchen. Also merkt euch das. Das gute Reitgefühl entsteht immer im Nachgeben. Wenn das noch nicht der Fall ist, verzweifelt nicht, sondern schaut euch genau an, was passiert denn im Nachgeben, wenn nicht das gute Reitgefühl. Jetzt drängelt sie mir zum Beispiel über die äußere Schulter weg, sofort wieder ein bisschen den Hals gerade vor die Schultern kriegen, weil sie mich sonst auch zwangsläufig schief hinsetzt. Geht gar nicht anders. Also schaut euch im Nachgeben, wenn da nicht ein wirklich rundum gutes Reitgefühl entsteht. Schaut euch genau an, was passiert. Das Nachgeben ist nämlich auch dazu da, um auf Fehlersuche zu gehen. Ja, zu gucken, wo braucht mein Pferd immer wieder noch ein bisschen mehr Korrektur, immer wieder Unterstützung, wie in dir zum Beispiel. Sie stürzt halt gerne ab. Wenn ich nachgebe, wenn ich zu lange nachgebe, stürzt sie mir einfach nur ab. Ja, rollt sich dann sogar noch ein bisschen ein. Dann also wieder ein bisschen ihr zeigen, wo sie hin soll. Ja, sie braucht ein bisschen Höhe im Hals. Ich weiß, viele finden das Wort heben irgendwie ganz schrecklich, aber ich nenne es immer so, weil es ist ja eigentlich so eine Art heben. Ja, den Hals ein bisschen heben, dann dort wieder nachgeben, dass sie da sich selber trägt. Genau. Gut. Das kam mir jetzt spontan in den Sinn, weil ich balla. Weil ich den Trab so schön fand gerade. Ja, und im Galopp hat sie auch unheimlich Schwierigkeiten. Liegt ja auch so ein bisschen an ihrem mächtigen Hinterbein, aufgrund ihrer Rasse Anglo-Araber. Hoppala. So, gleich nochmal. Ja, brav.
Super. Das war für Ihre Verhältnisse jetzt schon sehr gut. Schmeiße ich sofort Zügel weg und mache eine kleine Pause. Da brauchte ich jetzt zum Beispiel ein bisschen mehr Fleiß von hinten. Wollte gerade wieder Zügel aufnehmen. Und dann lasse ich sie auch erstmal eher ein bisschen eilig werden. Ja, es wäre total fies, wenn ich nach einer Pause sagen würde, so, Zügel jetzt kurz, aber bleib mal fleißig, aber eil mir nicht nach vorne weg und heb trotzdem den Hals. Sondern dann immer erstmal gucken, wenn sie noch nicht alles auf einmal schafft und das bereitwillig von sich aus sofort machen möchte, wenn sie meine Hilfen wahrnimmt und spürt und meine Einwirkung spürt. Ja, dann immer etwas behutsam ihr nochmal alles einzeln zeigen. So, guckt euch mal an, was dann für ein Schritt dabei rauskommt. Immer nur sehr, sehr kurz, aber immerhin. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Peu, a, peu. So. Ach, super, das war ja ganz fein, super gut angetrabt, sehr, sehr schön. Gucke mal, mal gucken, wie sie jetzt ein richtiges, schönes Schulter rein in Stellung und Biegung schon mal schafft. Ja, und wenn man da sich das mal anguckt, wie schwer ihr da jetzt schon das für einen kurzen Moment fiel, den Takt zu halten, nur weil ich ein bisschen Stellung im Hals dazu nehmen wollte. Ja, wenn man auf sowas mal achtet, wird einem überhaupt erst klar, wie schwer das für die Pferde alles ist. Und vielleicht wird man dann auch ein bisschen geduldiger und schaut ein bisschen genauer hin und erlaubt auch mal Fehler. Verlangt nicht alles auf einmal. Schultern stürzen ab. Rechte Schulter will abhauen. Rechte Schulter will abhauen. Bleibt hier. Bleibt hier. Bleibt hier. Gut, jetzt war ich eine lange Seite mit Korrigieren beschäftigt. Kam gar keine Stellung zustande. Zumindest keine reelle. Ja, sie wollte im Hals auf jeden Fall ein bisschen abbrechen, aber das ist ja keine Stellung. Ich will ja, dass der Hals krumm wird. Gut. Gut. Gut, 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 gut. Ja, also, was war jetzt gut? Ihre Bereitschaft. Ja, und der Takt ist einigermaßen erhalten geblieben. Das Federn wurde eher ein bisschen schlechter. Das Seitwärts war so ein bisschen weniger geworden. Aber je mehr man korrigiert, desto mehr konfrontiert man dann die Pferde ja auch mit Hilfengebung. Und ich finde, es ist allein schon lobenswert, wenn die das annehmen und das versuchen umzusetzen, was ich da also jetzt gerade versuche zu erklären und zu verbessern. Ja, es fällt ihr schwer, in ihrem eigenen Körper das umzusetzen. Und dann soll sie auch noch auf meine Einwirkung eigendynamisch folgen. Also macht euch bewusst, was ihr da eigentlich tagtäglich von euren Pferden abverlangt. Super. Super. Ah, ja. Ja. Das war jetzt ein ganz guter Versuch von mir. Ich habe jetzt das Becken mal so ein bisschen gekippt. Das war also für sie jetzt inzwischen schon eher eine Unterstützung. Und das ist auch wieder das Nächste, was ich euch ans Herz legen kann. Probiert natürlich immer wieder. Oh, jetzt wird es aber anstrengend, sagt sie. Probiert natürlich immer wieder auch mal nächste Schritte aus. Oh, jetzt kommen wir aber beide in eine etwas schönere Streckung und Balance schon mal. So, so. So. Super. Ja, schaffst du noch ein bisschen. Schaffst du noch ein bisschen. So, Pause.
So, und ich bin auch nicht frei davon, dass ich mir vorstelle, oh, jetzt gehe ich gleich nochmal schön, wenn sie dann das Schulterherein links einmal gut gemacht hat, dann gehe ich dann nochmal in eine Linkstraversale und von da aus dann nochmal rechts Schulterherein. Da bin ich auch nicht frei von. Aber ich versuche trotzdem immer wieder ganz radikal zurückzukommen zum Hier und Jetzt, und dann zu erkennen, ja, besser wäre das Schulterherein links jetzt nicht geworden. Und da bin ich schon wirklich an die Grenzen ihrer Kräfte gegangen. Dadurch mache ich natürlich sofort eine Pause und höre einmal auf und entscheide dann nochmal beim nächsten Zügel aufnehmen, was jetzt sich anbietet, ja, was sie jetzt anbietet. So, nochmal ein bisschen rechts. Jetzt macht sie sich wieder extrem schief. Warum? Weil sie langsam müde wird. Und deswegen, sie ist nach rechts extrem hohl. Will sie natürlich gerne da in ihre Komforthaltung zurück. Gucke ich nochmal, ob ich das korrigieren kann, indem ich immer wieder mit dem rechten Zügel das rechte Vorderbein einmal in die Bewegungsrichtung greifen lasse. So, dann kann ich rechts nachgeben und die rechte Halsseite länger werden lassen. So, genau. Ja. Ja, aber vorwärts. So, dann schauen wir mal, ob wir noch einen antraben. Macht sie sich wieder schief. Oh. Mal gucken, ob ich überhaupt noch weitermachen kann. Bleibt sie da vorne jetzt leicht. Super, super, klasse. Jawohl, jawohl, jawohl. Oh, linke Schulter bleibt hier. Jawohl, super. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön ist das. Feine Pony. Hoppala. Nee, 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 nee. Oh, sowas passiert natürlich auch. Ah! Brav. Hoppala, weiter. Weiter. So, ja. Super, India. So. Ah, nee. Na, guck mal, da wollte ich sie mal ein bisschen mit vorwärts lassen. Stürzt sie sofort ab. Also behalte ich sie erstmal noch mal wieder ein bisschen in der Ruhe, bis sie auch vorsichtig. So. Super. Immer nur so viel vorwärts, wie das Pferd die Balance halten kann, beziehungsweise die Kraft nach vorne oben richten kann. Und ihr somit es weiterhin bequem habt. Super. Super. Linksbiegung fällt ihr heute besonders schwer. Super. Und immer wieder Tempo zurück und immer wieder aus der bequemen, aus der Bequemlichkeit, hätte ich was gesagt. Aus dem gemütlichen Tempo, was ihr gut aussetzen könnt. Schub nach vorne, oben abfragen wollen. Ja, da wollte mir die rechte Schulter abhauen.
Oh ja. Stürzt sie wieder ab. Das kann sie einfach noch nicht so gut halten. Aber macht sie super mit. Macht sie super mit. Hoppala. So. Nochmal ein paar abruptere Wechsel. Ja, das bringt natürlich auch super viel Flexibilität, wenn sie nochmal kurz und knackig beschleunigt und dann wieder schnell. Eigendynamisch sich zurücknehmen lässt. So. Das war ja schon ein viel besseres Zurücknehmen. Jawohl, brav, siehste, brav. Und tschüss.